Ich begrüße Sie bei Ligna TV. Diesmal geht es um CFK, also um carbonfaserverstärkten Kunststoff. Und der wird in der Industrie ja immer mehr eingesetzt. Und auch hier auf der Ligna ist die Bearbeitung von CFK ein großes Thema. Wir sprechen deshalb darüber, wie CFK optimal bearbeitet wird, wieso Werkzeuge und Staub bei der CFK-Bearbeitung eine Herausforderung sein können und wie man diese Probleme lösen kann. Und wir haben heute eine wirklich spannende Runde und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Zum einen Dr. Martin Dressler, er ist Leiter Forschung und Geschäftsfeldentwicklung bei Leuco. Außerdem Florian Mauch, er ist Gebietsverkaufsleiter bei Reichenbacher Hamühl. Und Dr. Thomas Steele, er ist Oberingenieur am Institut für Werkzeugmaschinen der Universität Stuttgart. Und bevor wir in die Diskussion einsteigen, haben wir erstmal einen kleinen Beitrag für Sie. Wir waren bei einem Kunststoffbearbeiter und haben geschaut, wie der produziert. Die Firma Sertex produziert und entwickelt Faserverbundstoffe. Weil Holz und Kunststoffe sowie Verbundstoffe ähnliche Beschaffenheiten haben, hat sich auch Sertex ein 5-Achs-CNC-Fräszentrum angeschafft. Damit werden Kohlefaserflugzeugteile in Serie gefertigt. Bedingt durch den Leichtbau haben wir bei uns in der Firma andere Anforderungen an so ein Bearbeitungszentrum, als es zum Beispiel in der Metallindustrie der Fall ist. Wir haben hier wesentlich leichtere Bauteile, die anders zu zersparen sind, als zum Beispiel es bei Stahl der Fall ist. Diese kommen der Holzbearbeitung sehr nah und deshalb setzen wir diese Anlage hier ein. Außerdem kann durch das 5-Achs-Bearbeitungszentrum wesentlich kurzfristiger auf Kundenanforderungen eingegangen werden. Denn auch bei kleineren Stückzahlen kann sofort reagiert werden. Herr Dressler, Sie sind der Hersteller von Werkzeugen für die Bearbeitung unterschiedlichster Materialien. Jetzt sind wir hier auf einer Holzbearbeitungsmesse. Sehen Sie denn da Parallelen zwischen der CFK und der Holzbearbeitung? Ja, durchaus. Wir sind bei der Holzbearbeitung eigentlich an der CFK-Bearbeitung sehr nahe dran. In der Regel suchen viele Anwender eigentlich in der Metallbearbeitung, wo alles homogen ist, in der falschen Ecke. Weil jeder Holzer hat genau solche Materialien zu bearbeiten wie CFK, die in jeder Richtung anders zu bearbeiten sind, die faserig sind, die richtungsabhängig sind. Holz ist deutlich, deutlich näher an CFK wie Metall. Also Holz ist sehr nah dran an CFK. Wie sieht es denn bei der wissenschaftlichen Sicht aus? Und da schaue ich Sie an, Herr Steele. Wie sehen Sie denn die Entwicklung von der CFK-Bearbeitung aus wissenschaftlicher Sicht? Ich kann, was der Kollege Dressler gesagt hat, nur aufgreifen. Die Verwandtschaft zwischen Holz und der CFK ist auf vielen Seiten zu beobachten. Wir sehen den zu bearbeitenden Werkstoff in beiden Fällen als inhomogenen Werkstoff an. Die Bearbeitung muss man richtungsabhängig sehen. Man kann auf ähnliche Dinge der Werkzeugtechnik zurückgehen. Wir haben hier mal Beispiele mitgebracht. Und zu guter Letzt von der Maschinentechnik her kann man sehr große verwandtschaftliche Verhältnisse feststellen und diese Dinge kann man aber nicht eins zu eins übernehmen. Man muss Anpassungsarbeiten durchführen und das schauen wir uns auch von der wissenschaftlichen Seite an, wie man die Dinge A von der Grundlagenseite, aber auch B industrienah dann umsetzen kann. Sprich, wie kriege ich die Dinge vom Holz auf den CFK-Sektor? Und was machen Sie da für Fortschritte? Was sehen Sie da für Entwicklung? Was tut sich da? Auch ein bisschen abgeleitet von den Bedürfnissen der Industrie. Dort wird die Werkzeugentwicklung eigentlich favorisiert, vielleicht auch ein bisschen kostengetrieben, weil man da mit so einem Werkzeug ein paar wenigen hundert Euros doch mehr sieht, wie mit einer doch ein bisschen größeren, kostenintensiveren Maschine, sodass, wie gesagt, die Werkzeugentwicklung doch ein wenig im Vordergrund steht. Und da habe ich hier zum einen mal ein das sogenannte Wiener Modell mitgebracht. In eine derartige CFK-Platte werden diverse Bearbeitungen durchgeführt. Diese werden dann mit bestimmten Qualitätskriterien ausgewertet und das Maß dieser Qualitätskriterien ist im Prinzip dann ein Maß, wie gut denn dieser Bearbeitungsprozess ist, in Abhängigkeit aller Beteiligten, sprich Werkzeug, Prozess und Maschine. Jetzt gibt es bei der CFK-Bearbeitung ja auch einige Herausforderungen. Eine davon ist die Staubentwicklung.
Und da kommen natürlich Sie ins Spiel, Herr Mauch, Sie als Maschinenhersteller. Was tun Sie denn genau in dem Punkt? Also wir als Maschinenhersteller sind natürlich hier speziell gefordert, dadurch, dass die Carbonbearbeitung oder der Werkstoff selber natürlich andere Eigenschaften mit sich bringt wie der Holzwerkstoff. Also einmal ist er sehr abrasiv, er ist elektrisch leitfähig und durch diese Fähigkeiten müssen wir einmal die Maschine schützen. Wir müssen aber auch das ganze Umfeld schützen, also den Bediener und alles, was dazugehört. Und hier haben wir verschiedene Modelle im Einsatz. Das ist einmal eine spezielle von Reichenbacher entwickelte Kopfabsaugung. Das heißt also, der Span bzw. die Stäube müssen dort abgesaugt werden, wo sie eigentlich entstehen. Das ist ganz wichtig, dass wir eigentlich versuchen, dort abzusaugen, um sie gar nicht erst in die Umgebungsluft zu bekommen. Das ist eine, also direkt am Kopf. Die zweite Möglichkeit ist direkt durch die Vorrichtung. Viele unserer Kunden haben Serienteile auf den Maschinen, aber man kann auch Möglichkeiten auch bei Losgröße 1 durch sehr variable Spannvorrichtungen einsetzen. Das heißt, man setzt spezielle Bohrungen auf Vorrichtungen ein, um einfach den Staub, wo er entsteht, direkt nach unten abzusaugen. Und Da haben Sie also zwei Modelle, Sie wollen was sagen, ja? Da könnte ich gleich was dazu beitragen. Ja. Wir können diese Staubproblematik auch aufs Werkzeug weiter transferieren. Wenn wir ein Werkzeug einsetzen, das von vornherein schon weniger Staub erzeugt, dann haben Sie es als Maschinenhersteller deutlich leichter. Wir haben hier ein Werkzeug, das ich mitgebracht habe. Das hat deutlich weniger Zähne wie die üblichen Werkzeuge. Das heißt, wenn ich sie mit gleichem Vorschub fahren möchte, dann muss ich einen größeren Zahnvorschub fahren. Das heißt, ich bekomme von vornherein größere Späne. Und wenn Sie dann größere Späne haben, dann geht die Staubproblematik deutlich zurück. Die Gesundheitsproblematik wird abgeschwächt. Und Sie haben natürlich bei Spänen, die runterfallen, viel, viel bessere Möglichkeiten, die aufzufangen, wie der Staub, der irgendwo in der Luft schwebt. Ja. Herr Stelter, können wir vielleicht mal die wissenschaftliche Perspektive so von außen ein bisschen reinnehmen? Was gibt es da aus Ihrer Sicht für neue Entwicklungen? Bezüglich der Absaugung, bezüglich des Staubs allgemein. Ja, ich würde vielleicht jetzt erstmal wieder die langjährigen Untersuchungen im Bereich der Holzzerspannung nehmen. Ich glaube, dort ist man schon relativ weit gekommen, hat gute Lösungen gefunden. Vielleicht noch nicht die allgemein anwendbare Dinge, aber ich glaube, wenn man bestimmte Anpassungen nimmt, liegt man, was die Absaugrate angeht, schon relativ gut. Aktuelle Bestrebungen gehen jetzt eher in Richtung, weil diese Absaugsysteme doch relativ energiereich sind. Also sie benötigen viel elektrische Energie, sodass man auch im Sinne von energiearmen Fertigung doch bestrebt ist, die Energieraten zu reduzieren. Und dieses muss natürlich eine Anstrengung nicht nur im klassischen Bereich der Holzbearbeitung sein, sondern auch, wenn es jetzt um die Übertragung, was die Herren angesprochen haben, im Bereich der CFK-Bearbeitung angeht, doch genauso funktionieren, dass wir auf der einen Seite eine hohe Erfassungsrate bezüglich der entstehenden Stäube haben, auf der anderen Seite aber doch irgendwo die Prozesse dann auch energiearm gestalten. Und das ist mit unter anderem die Aufgabe, die wir uns als Institut, als Universität auch stellen wollen. Also Energie ist natürlich auch ein Thema, was da mit reinkommt. Aber eine weitere Herausforderung ist natürlich auch die Werkzeugabnutzung bei der CFK-Bearbeitung. Und da kommen natürlich Sie ins Spiel, Herr Dressler. Was haben Sie denn da für Lösungen? Also wir haben verschiedene Werkzeugtypen untersucht. Sie können im Markt drei verschiedene Werkzeugarten finden. Sie finden einmal das klassische Hartmetallwerkzeug. Da haben Sie eine sehr, sehr hohe Abnutzung, also schon nach wenigen Zentimetern sehen Sie, wie das Werkzeug stumpf wird und abgenutzt wird. Wir haben in der Kohlefaser sehr harte Bestandteile drin, die einfach sehr, sehr abrasiv sind. Dann die zweite Werkzeuge, die Sie im Markt sehen, sind diamantbeschichtete Hartmetallwerkzeuge. Hier haben Sie ganz, ganz oft das Problem, dass diese Hartmetallschicht sehr schnell abplatzt. Diese Diamantschicht sehr schnell abplatzt. Somit schneiden Sie recht schnell wieder nur mit dem Hartmetall.
Wir fahren hier eine andere Strategie. Wir machen ein PKD-Werkzeug, ein klassisches PKD-Werkzeug mit einer Diamantschneide. Und wir ordnen diese Schneiden so an, dass sie sehr wenig Ausbrüche bekommen, weil sie wenig Schläge bekommen durch einen sehr großen Achswinkel. Und vermeiden damit das, was man eigentlich PKD-Werkzeugen in der Branche so nachsagt, dass sie sehr schnell ausbrechen. Das können wir durch eine entsprechende Schneidenanordnung verhindern. Und dann haben Sie nur noch die Verrundung der Schneide und somit einen sehr hohen Standweg der Werkzeuge. Herr Mauch, Ihre Kunden nutzen ja die Maschinen, bearbeiten CFK darauf. Was sind denn die Erfahrungen von den Kunden? Was sagen die? Also die Erfahrung der Kunden geht ganz deutlich dahin. Einmal zum Thema Absaugung hatte ich ja schon genannt. Aber uns als Maschinenhersteller, wir versuchen natürlich auch ganz klar hier die Maschinenraum zum Bedienerraum ganz klar zu kapseln. Aber bleiben wir erstmal bei der Werkzeugabnutzung. Ja. Was sind da die Erfahrungen? Also die Werkzeugabnutzung-Erfahrungen sind eigentlich dahin, dass also im Beginn eigentlich der Kohlephasebearbeitung hat man Werkzeuge eingesetzt, die wo maximal 2-3 Meter Wege Standweg hatten. Mittlerweile, gerade in großen Projekten, wo auch in der Automobilindustrie, wo wir doch auch Kunden haben, haben wir mittlerweile Standwege von 30, 40, 50 Meter. Es werden auch nicht nur klassische Fräswerkzeuge eingesetzt. Wir arbeiten hier mit FHs, mit Universitäten, Instituten natürlich auch zusammen, wo Scheibenfräser zum Beispiel Sägen einsetzen. Also dass man sagt, okay, spezielle Geometrien oder Geometrien, die wo einfach gerade sind, die werden einfach gesägt, weil einfach dort die Standwege höher sind. Das sind sogenannte Trennscheiben, wo teilweise mit Diamant besetzt sind. Da sind eigentlich die Erfahrungen sehr, sehr gut und wird sehr viel da eingesetzt. Aber auch im Bereich der Schaftwerkzeuge sind die Standwege, so wie es der Kollege schon sagte, bedeutend höher, wie es vielleicht vor Jahren noch war, einfach weil die Erfahrungen mittlerweile da sind, weil immer mehr Kunden auch diese Werkzeuge nutzen und einfach in Zusammenarbeit Maschinenbauer, Werkzeughersteller mit Instituten. Ich denke mal, da ist es mittlerweile ein richtig gutes Paket. Also da tut sich was und man kann die Werkzeuge immer länger nutzen. Genau. Herr Städel, dann vielleicht mal abschließend gefragt. Wir sind hier auf der Ligna, es ist eine Holzbearbeitungsmesse. Glauben Sie denn, dass Holzbearbeitung die bessere Lösung für die CFK-Bearbeitung ist? Wenn Sie mich so direkt fragen, ja. Bloß ist das natürlich ein bisschen eine sensible Frage, weil natürlich haben auch die klassischen Firmen von Seiten der Metallbearbeitung sicherlich geeignete Lösungen zur Verfügung. Aber ich habe es vorhin schon angesprochen, der Werkstoff CFK, der Werkstoff Naturholz, sind klassische inhomogene Werkstoffe. Ganz im Gegensatz zu isotropen metallischen Werkstoffen. Also dort ist die Verbindung zum Holz viel näher. Auch die benötigten Schneidenformen, ich habe es hier bereits angesprochen, auch die hier weiterentwickelte Diamantbeschichtung, der Kollege Dressler hat schon angesprochen, hier noch in Form einer späteren Abtragung dieser Diamantschicht, um einen sehr spitzen Keilwinkel hinzubekommen. Und das ist auch wieder sehr ähnlich zwischen CFK und Diamant. Die Maschinenseite ist, glaube ich, auch ein sehr und nicht zu vernachlässigender Punkt. Wir haben große Arbeitsräume, was CFK-Werkstoffe, die eher voluminös und groß bauen, auch benötigen. Absaugung wurde bereits angesprochen, ist auch, was CFK benötigt. Und schlussendlich und last but not least ist natürlich der Kostenfaktor für Investitionen meines Erachtens fast der entscheidende. Eine Holzbearbeitungsmaschine ist generell immer eine Nummer kleiner vom Investitionsvolumen wie eine Metallbearbeitungsmaschine. Und wenn dann schon die Technologie passt und ich dann auch noch einen geringeren Preis zahlen kann, denke ich, werden die Holzmaschinen mit den Holzwerkzeugen in Richtung der CFK-Bearbeitung sicherlich das Rennen machen. Und nicht überall, aber ich glaube in den meisten Bereichen. Und, ich hoffe, Sie können mir beistimmen. Und wir sprechen von den gleichen Problemen beim Holz und beim CFK. Beim Holz sprechen wir immer von Ausbrüchen. Sie werden auf der ganzen Ligna immer Ausbruchsfreiheit als großes Thema bei den Werkzeugen sehen.
Bei der CFK-Bearbeitung sprechen wir dann halt von Delamination, aber im Prinzip haben wir irgendeinen Ausbruch und es ist dasselbe. Sie werden das Wort Ausbruch bei Metallern nie im Mund führen, die kennen das gar nicht. Also wir sind da sehr, sehr seelenverwandt. Und deswegen würde ich Herrn Stähle deutlich zustimmen, wir sind näher am CFK dran, näher wie wir selber eigentlich glauben. Das heißt also, es ist tatsächlich so, Holzbearbeitungsmaschinen sind, so wie es aussieht, die besseren CFK-Bearbeitungsmaschinen. Stimmen Sie mir alle zu. Wunderbar, dann sind wir uns ja alle einig. Dann bedanke ich mich bei Ihnen. Das war ein schönes Schlusswort, war eine schöne, spannende Runde. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen, wünsche Ihnen noch eine schöne, gute Zeit. Machen Sie es gut und bis demnächst.